Der Sturm auf Area 51. Er hat noch nicht mal begonnen und schon gibt es die ersten Verhaftungen. Außerdem, die US-Marine hat nun offiziell die Echtheit der UFO-Videos bestätigt, die wir seit Ende 2017 in den Massenmedien finden. Es gibt weitere interessante Details zu den Briefings der amerikanischen Politiker im US-Kongress. Und wir reden außerdem und vor allem in dieser Sendung über die Frage, inwieweit die CIA in dieser ganzen UFO-Geschichte, die uns hier präsentiert wird, im Hintergrund die Fäden zieht. Hochinteressant, sage ich euch. Und ich bin sehr froh, dass ich in dieser Sendung das alles nicht allein machen muss, sondern ich habe ihn wieder mit dabei, den fabelhaften Dirk Pohlmann. Ja, da freue ich mich doch auch wieder, dass ich wieder dabei sein kann, beim potenziell wichtigsten Thema der Menschheitsgeschichte. Sehr unwahrscheinlich, genau. Aber wenn es eintritt, wird es rappeln. Wer sagt, dass das so unwahrscheinlich ist? Wer hätte das gedacht, dass vor ein paar Jahren, ja, dass wir diese Entwicklung jetzt haben, die wir im Moment beobachten? Also für so unwahrscheinlich halte ich es nicht. Jetzt ist übrigens irgendwie Wasser entdeckt worden und es gibt alle möglichen Wasserdampf. Es gibt Exoplaneten, die jetzt neu entdeckt worden sind und sowas. Also wart mal ab. Also ich denke, hey, wir leben im Space Age, ja. Und ich denke, es wird aufregend. Aber reden wir doch erstmal über. Sag, Bakterien werden noch zu meinen Lebzeiten entdeckt werden. Das Weitere, da bin ich nicht so sicher. Aber wie gesagt, wie du sagst, also wenn man bedenkt, irgendwie, wann war das? Das sind die ersten Exoplaneten, Mitte der 90er oder sowas, der erste. Mhm. Und jetzt geht es sozusagen in tausender Schritten voran. Ja? Also. Ja, fast jeden Tag wird ein neuer Planet entdeckt, auf dem Leben, so wie wir es kennen, existieren könnten, was ja außerdem, wo man außerdem noch dazu sagen muss, dass so wie wir das Leben kennen, ja gar nicht unbedingt die einzige Form sein muss, wie Leben im Universum existiert. Ja. Aber gut, darüber reden wir nicht, sondern wir reden wirklich über die knallharten UFO-Geschichten. Ich muss sagen, ich habe wirklich ein bisschen Mitleid mit den Jungs, die Folgendes getan haben. Am 20. September, also am Samstag, am Freitag soll der Sturm auf Area 51 beginnen. Das ist derselbe Tag, an dem wir auch diese Sendung hier ausstrahlen. Das überschneidet sich leider. Wir können also wir haben keine aktuellen Nachrichten dazu. Wir wissen aber aus dem Vorfeld schon, dass die Polizei mit dem Zaunpfahl winkt. Es haben sich zwei Holländer gewagt, die magische rote Grenze zum geheimen nationalen Sicherheitsbereich von Nevada zu übertreten. Und es ist ihnen etwas passiert. Und was da passiert ist, das sehen wir jetzt mal hier in dem Video von der Polizei von Nye County. Bitteschön. The two Dutch foreign nationals who were arrested for trespassing at the Nevada National Security Site are back in Nye County Sheriff's Office custody following their appearance in the Beatty Justice Court today, September 16th. Here is Nye County District Attorney Chrissy Arabia to tell us more about the proceedings. There has been a resolution in the case of Thies Granseer and Govert Sweep, the two Dutch citizens arrested last week for trespassing at the Nevada National Security Site, formerly the Nevada Test Site. Earlier today in the Beatty Justice Court, Mr. Sweep and Mr. Granseer pled guilty to trespassing, a misdemeanor, and illegal parking, also a misdemeanor. The gross misdemeanor charge of conspiracy to commit trespass will be on hold pending completion of the terms of the plea agreement. Both men were sentenced to 1 year in the county jail, with all but 10 days suspended, on the conditions that they stay away from any events near or related to the Nevada National Security Site, and that they not go within 500 yards of the site for the next year. If they comply with all the terms of the agreement, the gross misdemeanor conspiracy charge will be dismissed. Mr. Sweep and Mr. Granseer have been taken into custody to serve their sentences, but will be released in 3 days on September 19th, 2019, if their fines and fees, $2,280 for each defendant, are paid by the morning of the 19th, in which case the other 7 days would be converted to suspended jail time. Additionally, the men have forfeited all the electronic equipment in their possession at the time of their arrest. It was important to us that these men serve jail time and pay a substantial financial penalty. We take this crime seriously, and people need to understand that we will not put up with this kind of nonsense. I spoke with the defendants at the Nye County Detention Center as they were being booked and asked them for a comment about the resolution of their case. Here's what they had to say. So, we're now here in the jail again for the upcoming 3 nights we have to spend here. And then on Thursday, the 19th, we can go back to the Netherlands, to our home country. We didn't want to cause any trouble. It has all gone a little bit out of hand, but
I mean, we learned from our mistakes, and it's good to be back in a bit. Yeah, we're not going to be in trouble any again, so... Ich finde das so witzig, wie die zwei 20-Jährigen dort so cool wirklich versuchen zu tun vor der Kamera von der Polizei, von dem Polizeipressesprecher. Der hat denen wahrscheinlich gesagt, pass auf Jungs, wenn ihr jetzt hier das sagt, was ich euch sage, dann kommt ihr gut raus hier und so. Die haben wahrscheinlich alles gemacht, was man denen gesagt hat. Yeah, we're back in jail again und so und... Also, da hat doch mal die Polizei von Nye County dort so richtig mit dem Zaunpfahl gewinkt, ja? So richtig so ein Exempel statuiert, gezeigt, wo der Hammer hängt. Ja? Und lustigerweise kommen die also am 19. September frei, einen Tag, bevor dieses große Mega-Event starten soll mit dem Run auf Area 51. Ist doch ein lustiger Zufall, oder Dirk, was sagst du? Naja, das ist sozusagen, ich bereue öffentlich und gestehe, dass ich versucht habe einzudringen und werde das nie wieder tun. Also ich sehe das als großen PR-Stunt. Also da werden jetzt zwei Jugendliche öffentlich abgewatscht und so ein bisschen vorgeführt, um die Minimierung der anrollenden Horden zu erreichen. Also das sind ja ziemlich drastische Strafen, also mit $3,000 und so. Ich möchte nochmal, die Frage ist ja auch, wie die eigentlich erwischt worden sind. Also dieses ganze Gelände ist ja riesengroß, da gibt es keinen Zaun, das sind einfach genau. Wege. Ja, also und sie, also da steht das war Schild, so. Hier nicht weiter. Ja. Ja, das war so, am 10. September hat die Polizei ein Auto gefunden, das in der Nähe eines Tors etwa 3 Meilen innerhalb dieser Security Site geparkt war. Die haben natürlich dann die Insassen des Autos so ganz schnell identifiziert und sie haben im Kofferraum dann Kameras, ein Telefon, ein Laptop und eine Drohne gefunden. Die beiden haben tödlich. Ja, genau. Die beiden haben dann natürlich der Durchsuchung ihrer Kameras zugestimmt und dabei hat die Polizei dann coole Videos gefunden, die beiden dort in der National Security Site gemacht haben. Und das kann ich mir schon gut vorstellen, ja, wie die Polizei sich dann Videos anguckt von den beiden Jugendlichen, die dann sagen, yeah, geil, wir sind hier in Area 51, keiner hat uns bis jetzt geschafft. Schnappt und so. Aber was für ein Abenteuer, oder? Aber die sind wirklich mit dem blauen Auge wieder davongekommen. Aber ich meine deswegen, sie sind zu einem Jahr Knast verurteilt worden, wobei sofort die alle bis auf 10 Tage wieder ausgesetzt wurden. Und dann, wenn sie bis nach 3 Tagen diese 500 Dollar bezahlt haben oder sowas, dann wurde der Rest auch dann... abgeschrieben und sie dürfen zurück in die Niederlande. Und ich sag mal, das Schlimmste eigentlich, also die haben das wirklich clever gemacht. Also wenn die Polizei das so extra veröffentlicht hat, aus dem Grund, um möglichst viele Teenies abzuschrecken, dass die sowas versuchen, dann haben die das echt clever gemacht, indem sie gesagt haben, ja, und übrigens, alle elektronischen Geräte wurden eingezogen. Also die, genau, mein iPhone! Ja, genau, weißt du? Also auf die $500 Strafe, die kann man ja vielleicht für so ein Abenteuer noch aufbringen. Aber hey, meine Kamera, meine Drohne, mein iPhone, weißt du? $3,800. Also ich meine, ja. Es zielt augenscheinlich, was man sieht, ist, es zielt ja augenscheinlich auch auf Jugendliche, ja. Also das heißt auf Leute, die, wie nennt man das bei uns? Also ich habe es ja in meiner Jugend, war ich ja auch mal wegen groben Unfugs, glaube ich, ja. Das wäre so diese Kategorie. Aber $3,000 Strafe und dann ein Jahr, das ist amerikanisches Strafmaß, ja, das Land, wo die meisten Menschen der Welt im Gefängnis sitzen, 2% der Bevölkerung ungefähr. Ich glaube, in dem Moment Seychellen sind, glaube ich, noch haben noch mehr pro. Weil sie über eine nicht, musste man überlegen, weil sie über einen nicht existierenden Zaun, also nicht existierende Grenze gefahren sind und dort ihr Auto irgendwo abgestellt haben. Ja, da steht, also ein Jahr Knast. Also um das auch nochmal zu erläutern, ja, das ist so, das gibt Wege da rein, das sind ja alles Schotterwege, ja. Die richtigen asphaltierten Straßen, da sind Kontrollpunkte dran, also mit Schlagbaum und da kommt man so nicht rein. Und dann gibt es halt so überall auf dem Gelände, kann man gucken. Dann gibt es schrottreife Zäune, es gibt aber auch einfach Wege und da ist immer ein Schild und da steht dann, dass man da nicht rein darf. Und
auf den älteren stand sogar, dass Use of Deadly, also tödliche Gewalt ist freigegeben hier. Das ist natürlich auch übertrieben. Aber man kann sich dort nirgendwo ranbewegen. Es ist mit Sensoren voll, dieses Areal. Man kommt da nicht unerkannt drauf. Also ja, das ist das erste, was ja, das ist sozusagen, das ist der Highway dahin. Genau, das ist aus meinem Film, glaube ich, sogar hier. Ja. Nee, das ist aus einem Polizeivideo, auch von vom Nye County Sheriff's Office und hier die beiden. Wenn man in Rachel guck dir auch mal die Namen von denen an. Das ist ja auch so geil, weißt du? Da haben sie zwei, die sich so völlig vor der Kamera zum Ei machen lassen, ja. Dann haben die auch noch so ein. Vielleicht kann man mich ja auch mal einblenden, Regie, wenn ich rede. Du siehst dann jetzt hier Gover Charles Wilhelmus Jacob Sweep und these Grands hier. Und dann haben die auch noch so einen lustigen Dialekt, wenn die reden. Also die haben sich auch noch so richtige Vollhonks, sage ich mal, jetzt ausgesucht, weißt du? Ja, die sich so richtig. Coffee Shop ausgebrochen, jetzt in Area 51 und dann. Ja, genau. Genau, so dass sich ja jeder Teenie sagt, ach du Scheiße, ja, oh, ist das peinlich und so. Nee, so eine peinliche Situation will ich nicht geraten, ja. Also ja, die haben das schon echt. Das ist ja der Grund, warum ich sage, da kann man einordnen, wie die das einordnen. Sie rechnen also nicht mit Leuten, die mit, also keine Militias, die Sache stürmen jetzt, ja, sondern da kommen halt so sozusagen junge Freaks, ja. Und für die Leute, die Amerikaner ist eine Gruppe und die Ausländer, dafür gibt es jetzt diese zwei inhaftierten, harmlosen, netten Holländer, ja. Gut, und wenn sie die einfach zurückgeschickt hätten, wäre es nicht genug Abschreckung gewesen. Das muss ein bisschen öffentlich zelebriert werden, diese Geschichte. Ja, also ich meine, abgesehen davon nochmal, wenn man dahin will, da gibt's nichts, ja. Da gibt's nichts zu essen, da gibt's nichts zu trinken, da gibt's keine Klos. Also viel Spaß, wenn man sich da länger aufhalten will, ja. Also gut, es ist heiß. Also ich guck mal, aber ich denke nicht, dass da irgendjemand dort noch versuchen wird einzubrechen. Es ist ja Blödsinn. Das ist ja so groß wie Hessen oder so insgesamt, ja, habe ich gehört. Oder wie groß ist das? Das ist gigantisch, das Gelände, ja. Also zu Fuß, Blödsinn. Gut, okay, soweit also zum Sturm auf Area 51. Ja, wir hatten schon mal in einer Sendung darüber geredet, ob es denn wahrscheinlich ist, dass dort irgendwas gefunden werden wird oder nicht. Nochmal ganz kurz von deiner Seite aus, was denkst du? Nein, findet man dort was? Ich bin sicher, dass man dort nichts findet und allein schon deswegen, weil es ist ein Gelände mit vielen, vielen, es gibt mehrere Flugplätze da drauf, also man kann wunderbar Sachen verstecken und das ist riesig. Nochmal, das ist doch nicht sagen, ich gehe jetzt am Freitag und durchsuche Hessen. Ja, was soll dabei rauskommen? Ne? Also erstmal wird man auf dem Weg nach Frankfurt, wird man festgenommen, wenn man dahin will. Und wenn man durch den Odenwald geht oder durchs Felsenmeer, dann wird man eben lange unterwegs sein, viel Durst und viel Hunger haben und nichts finden. Das ist eine Schnapsidee, das Ganze. Gut, okay. Kommen wir mal zum nächsten Thema. Die US-Marine, die macht im Moment von sich reden. Sogar Time hat darüber berichtet. Und ich glaube, CNN und deutsche Medien haben auch darüber berichtet. Die US-Marine bestätigt, dass diese UFO-Videos von der To the Stars Academy tatsächlich echt sind. Das ist eine Meldung, die jetzt für uns jetzt nicht so ungeheuer überraschend kommt, ja. Denn wir haben ja schon vor langer Zeit darüber berichtet, dass die Navy sagt, das ist, dass das eben Videos sind von der US, vom US-Militär. Der Spiegel allerdings hier, guck mal hier dieses ehemalige Nachrichtenmagazin, das hat hier in der Ausgabe 25 2019 diesen absolut unterirdischen Artikel über Außerirdische gebracht, also unterirdisch, ja. Und in diesem Artikel steht drin, Videos der unbekannten Flugobjekte, angeblich aber nicht nachweislich freigegeben vom Pentagon, verbreiten sich viral im Cyberspace. Nun, das ist also jetzt doch ganz klar, wir sehen hier auch nochmal diese Videos. Das sind die Gimbal, es geht um die Videos, die To the Stars Academy veröffentlicht hat. Hier sehen wir Luis Elizondo. Gimbal, FLIR und Go Fast heißen diese drei kurzen Videoclips. Die hat das Pentagon tatsächlich veröffentlicht, aber nicht für die Allgemeinheit. Und sie stammen, also es ist ganz klar, diese Objekte, die in den Videos zu sehen sind, sind UAPs, sagt die US-Marine. Also Unidentified Aerial Phenomena, UAP.
Genau. Und das sind keine außerirdischen Raumschiffe, liebe Freunde. Wir wollen das auch immer wieder ganz klar sagen. Es gibt irgendwie so dieses Ding, dass man sagt, ja, UFO ist gleich außerirdisches Raumschiff, da müssen Aliens drin sitzen. So einfach ist es nicht. Aber man muss sagen, dass die US-Marine eben schon gesagt hat, naja, also diese UAPs, die haben hier Flugeigenschaften, die können wir uns nicht erklären. Die verstoßen sogar teilweise gegen unsere Naturgesetze. Die können also aus dem Nichts unendlich schnell beschleunigen und scharfe Kurven fliegen, die, wenn das ein irdischer Pilot machen würde oder auch nur versuchen würde in seinem Flugzeug. Unmöglich, ja. Unmöglich. Er würde wahrscheinlich, also auch wenn, selbst wenn das Flugzeug bei diesen ungeheuren... in seinem eigenen Cockpit kleben, ja. Also genau, wie so eine Fliege am Cockpit. Würden sie zerschmettert werden, wenn das Flugzeug nicht vorher schon auseinanderfliegt, ja. Und der Sprecher von der US-Marine hat eben auch gesagt, und übrigens der Urheber dieser ganzen Meldung, das wollen wir auch mal nicht verschweigen, das ist nämlich The Black Vault, John Greenwald, der macht fantastische Arbeit. Und hier sehen wir mal die Webseite. Mhm. Diese Meldung ist also vom 10. September und alle anderen haben sich dann eigentlich drangehangen. Ja, also es hat dann eine Weile gedauert und jetzt über eine Woche später haben dann auch die Massenmedien das jetzt berichtet. Also man kann sagen, Greenwald, um das mal, The Black Vault ist so, naja, man kann es nicht mit WikiLeaks vergleichen, in der Hinsicht aber schon, dass die Originaldokumente dort zu sehen sind. Also Greenwald macht keine sozusagen Berichte, sondern sein größtes Verdienst ist Freedom of Information Acts, also Informationsfreigabe, Anträge zu schreiben. Und er hat eine unglaubliche Sammlung mittlerweile von Regierungsakten, nicht nur zum Thema UFOs, sondern auch zu verschiedensten anderen Bereichen. Es ist eine Sache, die ich sozusagen standardmäßig durchgucke, wenn ich suche, weil man dort die Originalquellen finden kann. Aber ich will auch nochmal auf Spiegel eingehen. Das ist ein gutes Beispiel dafür, dass sie eigentlich eben ihre eigenen Standards oder den Journalismus, die journalistischen Standards nicht einhalten, weil sie jahrzehntelang dummes Zeug dazu erzählt haben. Jetzt, wo die Tatsachenlage anders ist, nicht in der Lage sind, einigermaßen, sag ich mal, akkurat zu urteilen, also sozusagen in den Bereich zu kommen, wo man sagen würde, oh, das wird jetzt aber langsam interessant. Wir sollten vielleicht mal einen Gang zurückschalten mit unserer Verarschenummer. Ja? Also das heißt 9-11 im All, ja, solche Sachen schon. 9-11 haben sie auch schon gepennt. Und bei der Geschichte, sie lassen sich von Tatsachen nicht beeindrucken. Das scheint die neue Mode zu sein, überhaupt in öffentlichen Diskussionen, dass man, wenn Sachen widerlegt sind, auf der Tatsachenebene, nicht auf der Meinungsebene, ja, dann wird das einfach nicht zur Kenntnis genommen. Und dieser ganze Artikel war eine Ansammlung von übelsten einfach Behauptungen, also von dem Kübel Häme, den der Spiegel ausgegossen hat über dieses Thema und das tatsachenfrei, recherchefrei. Es ist einfach unterhalb eines journalistischen Standards und den sollte man doch einfordern können. Also hier geht es jetzt und deswegen, für uns ist das ja nicht insofern neu, dass wir nicht davon ausgegangen sind, dass diese Videos irgendwelche elaborierten Fälscher von FX-Spezialisten gewesen sind, aber jetzt ist es eindeutig klar, es ist bewiesen, es ist bestätigt von der US Navy, die Videos sind von ihnen und die Frage ist aber trotzdem weiterhin noch, wie die rausgekommen sind. Ne? Sie haben sie ja nicht freigegeben, aber sie sind echt und sie sind von Kampfflugzeugen. So, und die US Navy sagt erstmal zu dieser Terminologie, Unidentified Aerial Phenomena, das hätten sie sich von den Briten abgeguckt, die, weil sie die grundlegende Beschreibung für die Sichtung oder die Beobachtung von nicht autorisierten oder unidentifizierten Objekten liefert, die beim Eindringen oder beim Bewegen im Luftraum von verschiedenen militärisch kontrollierten Trainingsbereichen beobachtet wurden, so sagen sie es. Und die Marine sagt aber auch... Wenn ihr euch erinnert an unsere Pressekonferenz, Bundespressekonferenz, das war ja genau meine Argumentation auch gegenüber dem Militär, dass ich sagte, das heißt, wenn solche Dinge in militärischen Sperrgebieten oder in... Die werden jetzt als Sicherheitsrisiko gesehen. Klar, da muss man was machen, ja, weil man kann nicht einfach so zur Kenntnis nehmen, dass sowas rumfliegt. Wenn das über Atomkraftwerken rumfliegt, erst recht nicht. Aber das ist eben vollkommen unglaubwürdig. Nochmal, wir haben es jetzt ein paar Mal gefragt, aber die Tatsache, dass die Bundeswehr behauptet, auf der ganzen Welt gibt es diese UFO-Sichtungen, es gibt verschiedene Staaten, 20, die das sozusagen untersuchen. Es gibt welche mit staatlichen Stellen dazu, nur in Deutschland. Ja, da ist sozusagen alles blitzblank sauber geworden.
gewaschen. Es gibt solche Vorkommnisse nicht. Solche Vorkommnisse kann es ja auch durch technische Probleme geben. Oder das heißt ja nicht automatisch, dass dahinter etwas sozusagen nicht Erklärbares steckt. Sehr viele von denen, die meisten, sind ja erklärbar. Aber einfach so zu tun, als wenn das gar nicht gäbe, ja, da ist sozusagen der Vorwurf der Lüge nur noch ein sozusagen ein Butterbrotpapier entfernt, ja, weil es ganz klar ist, dass das nicht stimmen kann. Und auch die Argumentation, als wir gesagt haben, was sagen Sie denn? Haben Sie keine Akten? Dann kommen Sie an mit diesem Haha-Thema, kleine grüne Männchen, die uns besuchen. Sie schalten sofort. Sie sind nicht in der Lage, rational damit umzugehen. Das heißt, das Phänomen, was jemand als Radarcontroller, der Militärpilot hat, ist, da ist was und der weiß nicht, was es ist. Das ist das Erste. Und sozusagen darüber hinaus zu gehen, Schlussfolgerungen zu haben, ist eine zweite Geschichte. Da kann man auch an extraterrestrische Sachen kann man glauben. Das ist aber nicht die erste, das ist nicht nach Occam's Razor die erste Erklärung, aber überhaupt mal das Thema in Angriff zu nehmen, also zu sagen, was ist denn das? Haben wir hier solche Erscheinungen und nicht zu sagen, mit den billigsten Erklärungen um die Ecke zu kommen, wie der Spiegel es tat, ja, also eine Concorde zu sagen und dann zu sagen, ja, das sieht das so ähnlich aus. Von einem Jet, ja, also das ist wirklich erbärmlich, ist einfach erbärmlich. Ja, ja, genau. So, und die US-Marine hat also gesagt und nochmal bekräftigt, dass diese drei Videos nie für die Veröffentlichung, für die allgemeine Öffentlichkeit freigegeben worden sind. Und haben damit auch bestätigt, was das Pentagon im Mai 2019 schon The Black Vault gesagt hatte. Und das steht aber im Widerspruch zu den Behauptungen der To the Stars Academy. Wobei man sagen muss, dass die zuerst veröffentlicht haben es ja die New York Times und die Washington Post und Politico. Die haben es ja veröffentlicht. Ja, das heißt also, die das haben die auch wirklich sehr clever gemacht, wenn man sich das im Nachhinein überlegt. Ja, Elizondo besorgt also diese Videos, hat irgendeine Art von Freigabe. Wobei es ja dann, das hat ja, glaube ich, die Navy auch selber gesagt, oder die Intercept hatte das geschrieben. Es macht eigentlich keinen großen Unterschied mehr, ob es jetzt nur für irgendwelche Vertragsunternehmen der US-Regierung oder gleich für die ganze Öffentlichkeit freigegeben ist. Ja, es ist sowieso irgendwie freigegeben. Ja, so, dann geben die das an die New York Times, die veröffentlichen das und damit haben sie das in der öffentlichen Debatte. Und jetzt können sie anfangen, um die Videos herum Aufmerksamkeit aufzubauen. Das haben die wirklich sehr geschickt gemacht, muss ich sagen. Ja. Unter dem Gesichtspunkt Information Management, wie das ja vorher angewandt wurde, um die Sache lächerlich zu machen, ist das jetzt sozusagen von der anderen Seite, ja. Wir haben uns ja auch, also es ist eben schwierig, auch das Ganze zu beurteilen. Das heißt, welche Intentionen stecken dahinter, wer ist damit verbunden, aber die Indizien, die sich jetzt so im Laufe der Zeit zeigen, sprechen schon dafür, dass es eben eine Entscheidung von einer Gruppe von Personen war, die sagt, wir wollen jetzt endlich damit rauskommen und wir wollen nicht in diesem Sumpf stecken bleiben, dass wir sagen, der hat ein Pilot was gesehen und da gibt es dazu eigentlich auch Videos, aber die können wir euch nicht zeigen. Wir können euch aber im Halbdunkel ein Interview mit ihm anbieten, sondern es ist jetzt eben sehr geschickt über die Presse. Also das heißt, das wäre, als wenn der Spiegel bei uns darüber berichtet. Das wird nicht passieren. Braucht ihr keine Angst vor haben. Also sozusagen, aber Politico und New York Times, also das heißt, die haben eben, wie soll ich sagen, es ist dort ein anderer Standard, was man als Journalist darf und was man nicht darf. Das ist übrigens, wäre für Kulturwissenschaftler extrem interessant. Ja, wir hatten vor kurzem eine Diskussion, ich habe mit einigen Leuten gesprochen, in der Sowjetunion zum Beispiel, ja. Da war ganz verboten, sich damit zu beschäftigen, wenn man irgendwas zu tun hatte mit dem kapitalistischen Westen. Aber Wissenschaftler konnte sich beliebig mit allen möglichen Themen beschäftigen, wenn er das für sinnvoll hielt. Also das heißt, das Thema Wissenschaft war eine Methode, wie man an Sachen rangegangen ist, nicht welches Thema man die Freiheit auf diesem Sektor war also größer als die Freiheit bei uns. Ja, das heißt nicht auf jedem Sektor, aber auf diesem Sektor. Das heißt alles, was irgendwie sozusagen unter dem Begriff wissenschaftliche Neugier fallen müsste. Das müsste es ja auch bei uns. Also die Tatsache, dass da Objekte sind, die sich extrem bewegen, müsste ein Wissenschaftler unter Normalverhältnissen neugierig machen. Es ist aber der Effekt, der eintritt, ist, dass bei uns Leute denken, ich lasse mir die Finger davon, das ist eine Karrierebremse, kann auch ein Karrieresprengsatz werden. Ja, das stimmt auch, was du sagst mit dem Ostblock. Ich war jetzt gerade letztes Wochenende in San Marino bei einem internationalen UFO-Kongress. San Marino ist so ein Stadtstaat, der vollständig von Italien umgeben ist, also winzig klein. Es ist eigentlich nur so ein Berg mit drei Burgen drauf. Ist das eigentlich auch so ein Steuerparadies dann oder warum existiert das? Das war wohl mal irgendwie eins und die hatten große Probleme dann durch diese Finanzkrise 2008.
Also ich weiß nicht genau, was da gelaufen ist, aber jedenfalls seitdem scheint es dort den Berg bergab zu gehen. Aber dort habe ich einen interessanten Mann getroffen, und zwar handelt es sich um den Vizedirektor der Bulgarischen Akademie der Wissenschaften und Direktor des Astrophysikalischen Instituts, Professor Ladislav Filipov. Der hat dort einen UFO-Vortrag gehalten, also der Vizedirektor von der Bulgarischen Akademie der Wissenschaften hat einen Vortrag über UFOs gehalten, um es nochmal zu sagen. Und der hat dann beim Essen erzählt, dass es früher zu Sowjetzeiten überhaupt gar kein Problem war, über UFOs zu reden. Die haben ja auch das Ganze erforscht. Es gab ja in der Sowjetunion das Projekt Zetka, das war so halb geheim, halb öffentlich, zivil bekannt. Und da haben sie eben auch sich dran beteiligt. War also überhaupt gar kein Problem, über UFOs zu reden. Aber nach der Revolution, hat er gesagt, da wurde das auf einmal zu einem Problem. Er sagt, es ist kein Problem, mit der ganz normalen Öffentlichkeit über UFOs zu reden in Bulgarien, aber jetzt auf einmal kriegt er Stress mit akademischen Kollegen. Es gab sogar welche, die versucht haben, ihn aus dem Amt zu drängen, nachdem sie erfahren haben, dass er mal bei so einem UFO-Kongress aufgetreten ist. Obwohl der das schon seit Jahrzehnten macht. Also die haben sich seit, weiß ich, Roberto Pinotti und der, die haben sich, hat er erzählt, 1988 bei einem UFO-Kongress in Indien kennengelernt, in Bangalore. Okay. Also. Jetzt im Glück also haben die wahrscheinlich noch kein Psiram und keine Amadeo Antonio Stiftung, die sich um so einen Kram kümmern, ja, um Leute zu diskreditieren. Man muss ja auch immer sehen, das sind ja auch immer Konkurrenzkämpfe und Karrierekämpfe. Das heißt, wenn man jemand abschießen kann über, das ist ja der Zweck für diese Sachen. Das ist ja kein ernsthaftes Beschäftigen mit dem Thema oder zu sagen, das finden wir jetzt aber bedenklich, welche wissenschaftliche These da jemand vertritt. Das ist, um Leute abzuschießen, ja, um sie sozusagen rauszukriegen aus dem Betrieb. Das ist eine Diskreditierung, das ist McCarthy-Mechanismus, aber nicht irgendwas, was mit Wissenschaft zu tun hat. Also das heißt, da wollen Leute Karriere, wollen Karriere machen, und die können über diesen Weg können sie sich Stühle freiräumen. Ja, es dauert das Segen etwas länger, wenn man sagt, der hat sich mit UFOs beschäftigt, der hat aber irgendwelche antisemitischen Äußerungen gemacht oder er hat frauenfeindliche Äußerungen gemacht. Das ist jetzt sozusagen der Schleudersitz, wofür man dann eventuell noch Presseunterstützung bekommt. Das hat aber mit Wissenschaft und mit wissenschaftlichem Bewusstsein, wissenschaftlichem Herangehen an Themen herzlich wenig zu tun. Und wir im Westen haben das optimiert. Ja, also das heißt, man kann an die Uni kommen und dann kann man Schwierigkeiten kriegen. Wir haben es ja genügend oft selber erlebt, dass man mit Leuten, sobald die Kamera abgeschaltet ist, also sagt man, ich mache keinen Bericht darüber, kann man vernünftig mit ihnen reden. Sobald das Licht angeht, ja, wusch, sind die in der Ecke und nicht mehr auffindbar. Ja. Wir nennen keine Namen. So, aber kommen wir nochmal zurück zur US-Marine, denn da scheint sich ja jetzt irgendwie was zu tun. Time, habe ich ja vorhin gesagt, hat also auch darüber berichtet, dass die US-Marine diese UFO-Videos als echt bezeichnet hat. Und hier auf meiner Webseite sehen wir mal auf meinem Bildschirm sehen wir die Webseite. Und der Pressesprecher Joe Gradisher hat auch nochmal ein Interview gegeben. Das ist jetzt hier wieder irgendein anderes Video. Keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Jedenfalls, er sagt, dass er überrascht war, wie groß das durch die Medien gegangen ist, diese Meldung, dass die Navy bestätigt, dass da eben UAPs drauf zu sehen sind. Und er sagt, er redet aber jetzt so offen darüber, weil er hofft, dass die UAPs dadurch destigmatisiert werden. Also, dass sie befreit werden von diesem Stigma der UFOs, die ihnen anhängt. Und er will die Ernsthaftigkeit dieses Problems wieder betonen. Ja, er sagt, je mehr ich rede, desto eher sind unsere Piloten und alle Dienste bereit, sich dazu zu äußern. Und solche Eingriffe durch solche nicht identifizierten Luftphänomene würden ein Sicherheitsrisiko für Flieger und Sicherheitsprobleme im Betrieb darstellen. Ja, logisch, genau. Und die Marine untersucht die Eingriffe, die man in diesen drei Videos sieht, und sagt, dass Sichtungen häufig vorkommen. Er sagt nicht, wie häufig, aber er sagt, dass sie häufig vorkommen. Und überhaupt ergibt sich die US-Marine ziemlich auskunftsfreudig. Und damit sind wir auch schon beim nächsten Thema. Es ist eigentlich dasselbe Thema, aber neue Bauchbinde. Die US-Marine beantwortet jetzt neuerdings ganz ausführlich Fragen. Und wir haben einige neue Informationen daraus gewonnen. Es hat ein schwedischer UFO-Forscher namens Roger Glassell, so heißt der, der Navy Fragen gestellt und hat ziemlich ausführliche Antworten bekommen. Also, er hat über ATIP gefragt,
Es ist eine ziemlich lange Liste von Sachen, die, ich will jetzt hier nicht alles wiederkäuen, aber nur ganz kurz. Es geht aus diesen Antworten hervor, dass für ATIP verschiedene Abteilungen des Department of Defense zusammenarbeiten, also auch die Marine. Die genauen Details dieser Zusammenarbeit bei der UFO-Forschung bleiben geheim. Also nochmal in langsamen Worten für den Spiegel, dass das in der Redaktion einsickern kann und auch im Gehirn ankommt. Die haben bestätigt, dass sich verschiedene militärische Stellen zusammenarbeiten in dieser Sache und sich damit beschäftigen. Und die gehen nicht von Abgasstrahlen von Concorde-Flugzeugen, die aus dem Museum wieder in die Luft befördert worden sind, aus. Ja? Also das heißt, es gibt eine erstaunlich, es ist zwar so ein Pressestellensprech, der darüber kommt, aber es sind eben relevante Antworten dabei. Also man kriegt Informationen, ja. Und wir sagen auch die Geheimdienste, auch das wird bestätigt, die Marine, verschiedene Stellen des Verteidigungsministeriums und die Geheimdienste arbeiten zusammen. Und Bericht über geheime Informationen, es gibt dort Bericht über geheime Einsätze und deswegen bleiben auch diese Berichte geheim. Aber es gibt grundsätzlich die Bestätigung, wir beschäftigen uns damit. Ja, anders denkt dran, nochmal Bundespressekonferenz, die gecyberte Version von Cyberspace, könnte man das ja nennen. Ja? Die Version aus dem Cyberspace war alles Unsinn. Ja, okay. Ich werde wirklich sauer, weil das ist ja eine Beleidigung der Intelligenz, so solche Antworten. Ja, also sozusagen naja, solange alle lachen. Also du musst mal überlegen, der Luftwaffensprecher hat ja gesagt, soweit ich weiß, hat beobachtet weder die Marine noch die Luftwaffe UFOs. Ja, dann sind sie schwere Versager, wenn sie das nicht tun. Das siehst du an der Antwort von diesen Menschen. Das ist vollkommen klar. Und die richtige Antwort wäre gewesen, wir beschäftigen uns damit, wir können die meisten Sachen aufklären, es bleibt ein Restbestand da, von dem wir nicht sicher sind, was es sein soll. Wir halten die Schlussfolgerung, dass es sich um Außerirdische handelt, für eine zu weit gesprungene Erklärung. Aber folgende Stellen beschäftigen sich damit und sie können da reingucken. Ja, wir sind ja auch daran interessiert, aufzuklären, wer in unseren Restricted Airspaces, also in den wo man nicht ohne weiteres rein darf, sich aufhält. Ist doch klar, es ist vollkommen klar, dass das so ist. Ja, und die tun so, warum machen sie das? Die tun so, als wenn das lustig wäre. Ja? Naja, warum sie das tun? Also meine Theorie ist natürlich, solange sie es schaffen, dass sie die Öffentlichkeit in dem Glauben wiegen, dass das alles lächerlich ist und nicht interessant ist, ist das natürlich das perfekte Cover, die perfekte Situation für sie. Denn dann müssen sie gar nicht erst aktive Maßnahmen ergreifen, um ein öffentliches Interesse abzuwenden oder sowas. Ja? Also weißt du, was ich meine? Könnte so sein. Perfekt. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich die betrachte, vielleicht ist meine Menschenkenntnis nicht ausreichend. Ich hatte den Eindruck, dass die wirklich keine Ahnung haben. Keine Ahnung. Nee, ist klar. Die hatten keine Ahnung. Ich habe jetzt auch nicht von denen direkt von den Sprechern geredet, sondern überhaupt. Ich meine, die Bundeswehr behauptet ja seit Jahren, dass die noch nie irgendwas Seltsames auf dem Radarschirm gehabt hätten. Und es gibt ja gar keine Stelle, die sich damit beschäftigt und so. Also das ist ja alles schon. Sie sitzen aber auch von der falschen Position. Also ich würde sagen, wenn die keine Leute haben, die in der Lage sind, darauf vernünftig zu reagieren, wie dieser Engländer oder wie das amerikanische Militär, dann ist das irgendwie nicht besonders beruhigend, diese Auskünfte. Ja? Das heißt, man hat es mit Leuten zu tun, deren geistige Kapazität nicht ausreicht, um sich mit so einem Thema zu beschäftigen. Ich rede jetzt von denen, wenn die sagen, dass in der Bundeswehr niemand sich damit beschäftigt, ja, dann würde ich sagen, das ist ein echtes Problem. Ja? Unabhängig davon, aus welcher Richtung ich komme. Ich fühle mich dann einfach verarscht und ich finde einfach in Zeiten von Internet und im Jahr 2019, wo man den Leuten doch auch zutraut, dass sie ein bisschen über die Entwicklung in anderen Ländern Bescheid wissen, da ist das schon Verarsche. Das ist Verarsche. Das kann man im Jahr 2019 nicht mehr machen. Ja? Das hat bis jetzt ganz gut geklappt. In Deutschland im Tal der Ahnungslosen so zu tun, als wäre das alles lächerlich. Aber jetzt, nachdem jetzt hier eben die US-Marine sagt, diese Sichtungen kommen häufig vor, sie arbeiten koordiniert daran mit verschiedenen Diensten, da kann auch der Geheimdienst mit dabei sein, um rauszukriegen, um was es sich dabei gehandelt hat. Es sind erste informelle Leitlinien in Kraft getreten, formalere Leitlinien für die Berichterstattung von UAP oder UFOs, also wir nennen sie jetzt mal UAP, werden nach Fertigstellung flottenweit in Kraft treten. Die
Erkenntnisse werden aber wohl geheim bleiben, weil, wie du schon gesagt hast, Dirk, das sind eben geheime Informationen über militärische Einsätze drin und die bleiben geheim. Wir wissen aber auch von dem Sprecher der Marine, dass, also er hat was zu Luis Elizondo gesagt, zu seiner genauen Position. Er sagt, Luis Elizondo war für die Koordination und Liaison zwischen verschiedenen Abteilungen des Department of Defense, also des Verteidigungsministeriums, und des Büros des Unterstaatssekretärs für Nachrichtendienste zuständig. Also er hat wohl schon irgendwie so eine Art Aufsichtsfunktion gehabt, der gesehen hat, wie die zusammenarbeiten oder so. Aber ob er der große Boss war? Das wäre eine wichtige Position, also so ein Verteilerposten. Sozusagen, wenn man ein Organigramm bauen würde, würde der sozusagen, würden viele, viele Wege über ihn rübergehen. Das ist auf jeden Fall eine hochinteressante Position, weil er Informationen erhält. Ja? Also er ist nicht sozusagen linear von einer Kette, wo er in der Fresskette irgendwo sozusagen dran ist und auf einer Linie was bekommt, sondern er kommt aus verschiedenen Bereichen. Und ich nehme auch mal an, das ist jetzt nur eine Vermutung, das ist keine Tatsache, dass die Tatsache, dass er mit solchen Sachen von verschiedenster Seite konfrontiert worden ist, in ihm den Entschluss hat reifen lassen, dass das an die Öffentlichkeit gehört. Ja, ich möchte daran erinnern, jetzt rein unter sozusagen Flugsicherungs- oder militärischen Gesichtspunkten, das Militär muss sich dafür interessieren, ob das eben keine kleinen grünen Männchen sind, sondern vielleicht die Chinesen, ja, oder die Russen, irgendwo geniale Mathematiker in Novosibirsk irgendwas entwickelt hat, wo man mit Gravitation rumfummeln kann. Das muss zumindest in Erwägung gezogen werden. Ja? Also das heißt, man muss sich damit beschäftigen, was ist das, was da rumfliegt, kann man mehr darüber rauskriegen. Ist das echt? Gehen wir davon aus, dass es echt ist. Wenn man das nicht aufklären kann als irgendetwas anderes, dann muss man sich darüber Gedanken machen, was ist das? Und das ist ja genau das, was in den 40er, 50er Jahren in den USA stattgefunden hat. Das konnte ich in den Dokumenten, die ich gesehen habe, konnte ich das aufklären. Da steht dann eben drin, in einem Dokument, was man über die FBI-Webseite kriegen konnte, dass eben ein relevanter Teil der Wissenschaftler der Meinung waren, es handelt sich um extraterrestrische Flugobjekt. Das ist eine Möglichkeit. Und das muss man noch nicht gleich in Ohnmacht fallen, wenn das jemand sagt. Das ist kein Beweis für irgendetwas. Es ist sinnvoll, in diese Richtung auch zu denken. Ja, das ist eben unklar. Es ist ein unidentifiziertes Flugobjekt. Es ist noch nicht. Zumal ja eben Unidentified Aerial Phenomena hier von den Briten übernommen wurde, wie die Marine sagt, und für alles verwendet wird, was nicht sofort identifiziert werden kann. Mhm. Allerdings hebt die Marine dabei hervor, weil da sagen jetzt natürlich bestimmte Leute, ja, ne, ist ja klar, irgendwas, das kann alles Mögliche sein, das kann ein Vogel sein oder ein Ballon oder ein Quadrocopter oder sowas. Und die Marine sagt aber ganz eindeutig hier auch in ihrer Antwort, dass für sie Quadrocopter sofort erkennbar sind. Also wenn die Marine sagt, dass etwas nicht sofort identifiziert werden kann, dann meinen die damit schon nicht irgend so ein Ding, was für Oma Erna nicht sofort identifiziert werden kann, sondern was sie trotz ihres Radars und all der Anlagen, die sie dort haben, nicht sofort identifizieren können. Das ist also eine andere Situation, ja. Und wir haben ja gehört, diese Dinger sind in Sekundenbruchteilen mehrere tausend Fuß nach unten geschossen bis auf die Meeresoberfläche und so mit so und so x-facher Schallgeschwindigkeit, haben die spitze Winkel geflogen und was weiß ich, also Sachen, die Vor allen Dingen, wir haben das jetzt nicht mehr nur als Beobachtung, nicht als Lichtpunkte, sondern es gibt diese FLIR, also Infrarotaufnahmen, es gibt Radardaten dazu, das ist jetzt auch vom die wir aber noch nicht gesehen haben. Die Radardaten dazu, die gibt's irgendwie nicht, ne? Nach dem Tic-Tac-Inzident sind komischerweise Leute an Bord gekommen und haben alle Sachen eingesammelt. Das kann ich jetzt wieder verstehen. Das ist ein nagelneues Radar und man kann aus den Aufnahmen könnte man dann Rückschlüsse über die Reichweite, über die Fähigkeit, über die sozusagen Auflösung, also all solche Fragen, die dann relevant sind, die unterliegen der Geheimhaltung. Nicht, weil sie, weil dahinter sozusagen Grey Aliens mit großen Augen stecken, sondern weil es einfach um Sachen geht, wo die Unklarheit erhalten werden soll, damit der Gegnerfeind das nicht einschätzen kann. Das ist jetzt sozusagen seit 200 Jahren oder noch älter, ist das Standard, dass man solche Sachen nicht rausgibt. Nichts Besonderes.
Ja, so und also gegenüber der Öffentlichkeit gibt sich die US-Marine schon einigermaßen auskunftsfreudig, aber wenn es dann ans Eingemachte geht, hält sie sich dann komischerweise zurück. Wir hatten ja in der letzten Sendung schon berichtet, dass der Republikaner Mark Walker, der ist hier auf meinem Bildschirm zu sehen, er ist Mitglied des Parlamentsausschusses für Heimatschutz und ist Ranking Member des Unterausschusses für Nachrichtenwesen und Terrorismusbekämpfung, dass der eine Reihe von Fragen an die Navy gestellt hatte über die neuen Richtlinien. Da wollte also zum Beispiel wissen, ob die Navy nach dem Beendigung von ATIP auch weiterhin UFO-Sachen entgegennimmt und untersucht und in welchem Ausmaß. Und er wollte auch wissen, ob die Navy physische Beweise hat zur Untermauerung von solchen Behauptungen und ob die Navy von irgendwelchen privaten Unternehmen oder auch anderen Ländern weiß, die beträchtliche Fortschritte in Aerophysik gemacht haben. Genau, jetzt hat alles er sich, gute Fragen. Ja. Alles sehr gute Fragen. Und jetzt hat er sich öffentlich beschwert bei Politico, also über Politico, dass die Marine ihm Informationen über UFO-Sichtungen vorenthält. Denn die Marine hat ihm nur geantwortet, dass sie die Sichtungsberichte halt sehr ernst nimmt und auch weiter untersucht. Aber mehr Infos wollten sie nicht rausrücken. Und daraufhin sagt Walker, ich bin jetzt zwar erfreut, dass die Marine bestätigt hat, dass solche UFO-UAP-Begegnungen untersucht werden, aber es gibt keine Antworten auf spezifische Fragen zur Bedrohung, die solche überlegenen Fluggeräte im Luftraum darstellen können. Mhm. Ja. Need to know. Ja, sozusagen, das ist jetzt die militärische Geschichte. Auch wieder interessant, er kriegt das nicht erzählt, weil sie haben ihn schon eine Menge bestätigt, ne? Also dass es das gibt. Aber Einzelheiten kriegt er nicht mitgeteilt. Und jetzt kommen wir in solche interessanten Fragen, wer kontrolliert hier wen? Oder wer hat Zugriff auf welche Informationen? Wir müssten normalerweise, nach dem, was man in Sozialkunde in der Schule lernt, müsste das Parlament, also ein Parlamentsabgeordneter in einem Ausschuss, wo es auch um Geheimhaltung, wo Geheimhaltung garantiert wird und geht, müsste darüber informiert werden. Sie müssten ihm also auf die Fragen antworten können und sagen, das ist nichts für die Öffentlichkeit, das ist etwas, damit Sie als Abgeordneter Ihre Kontrollfunktion wahrnehmen können. Bitte nicht raus damit. Und ich bin sicher, dass Walker genau entsprechend gehandelt hätte, das sozusagen nicht rauszugeben, weil das für ihn wiederum das Ende der Karriere wäre, wenn er als Leck bekannt werden würde. Aber solche Sachen sind letztlich interessante Fragen, inwieweit überhaupt Geheimdienste oder Militär in der Geheimhaltung mit neuen Entwicklungen überhaupt kontrollierbar ist von den Leuten, die wie das Herbstlaub kommen und gehen alle 4 Jahre und der Sicherheitsapparat ist viel länger da. Ja? Und das gilt ja auch für andere Themen. Und wir wissen mittlerweile, es gibt ein neues Element. Es gibt nicht nur dieses alte Spiel zwischen den staatlichen Stellen, sondern es wird jetzt noch ausgelagert auf private Institutionen, private Firmen, weil man dort über den Schutz innerhalb der kapitalistischen Wirtschaft von Betriebsgeheimnissen in der Lage ist, selbst solche staatlichen Sachen noch besser zu umgehen. Ja, man kann also die Privatwirtschaft als Geheimdienstdepot nutzen, weil es dort keine Auskunftspflicht gegenüber irgendjemand gibt. Ja, so sieht's aus. Und Mark Walker hat auch einen Brief bekommen von einem Wähler und wurde eben auch nach seiner Initiative gefragt. Und da bringt er hier die Chinesen ins Spiel. Es deute einiges darauf hin, dass es sich bei den UAP um fortschrittliche Verteidigungstechnologie von anderen Ländern handelt, wie China. Und es liegt in der Verantwortung des Kongresses, darüber informiert zu sein, welche Schritte die US-Marine unternimmt, um die amerikanische Bevölkerung zu schützen. Mhm. So, okay. Der große Angriff der gelben Killer-Tomaten, ja. Ich verstehe das eigentlich nicht, warum er sagt, es deutet einiges darauf hin, dass es die Chinesen sind, denn in dem Tic-Tac-UFO-Untersuchungsbericht, den man sich ja auf exopolitik.org in voller Länge und in deutscher Übersetzung runterladen kann, da steht ja extra drin, dass es nach Meinung der Untersucher nichts war, was irgendwelche anderen Länder hier haben. Also das nichts, was die US-Regierung hat und nichts, was irgendwelche anderen Länder haben. Also keine Ahnung, woher diese Information jetzt kommt mit den Chinesen. Aber behalten wir das mal im Blick.
Ja, es gibt also, wir werden im weiteren Verlauf dieser Sendung noch über so einiges zu reden haben. Ja, es gibt weitere interessante Details, wie es zu diesen Briefings der Politiker im US-Kongress gekommen ist. Es gibt vor allem Neuigkeiten von Bob Bigelows interessanter und mysteriöser Weltraumfirma. Es gibt... super interessant. Super interessant, ja. Wir wollen uns aber vor allem in dieser Sendung noch darüber unterhalten, inwieweit die CIA das Narrativ in der UFO-Szene bestimmt, inwieweit sie die Fäden im Hintergrund zieht. Und es gibt da einige ganz interessante Sachen, auf die wir gestoßen sind. Und über all das werden wir jetzt hier reden in Erstkontakt Ausgabe 5, aber nur für Abonnenten von Exo Magazin TV. Und an der Stelle wollte ich noch mal ganz kurz erklären, wie das läuft. Das erste Jahr kostet 49 Euro und man hat Zugang auf sämtliche Beiträge auf Exo Magazin TV, die für Abonnenten sind, in voller Länge dort auf der Webseite verfügbar. Und erst ab dem zweiten Jahr wird der reguläre Jahresbeitrag von 99 Euro fällig, es sei denn, man ist Mitglied in einem UFO-Verein. Welche UFO-Vereine das sind, das haben wir alles auch auf unserer Webseite exomagazin.tv/Rabatt erklärt. Ich zeige vielleicht nochmal ganz kurz diese Seite, damit man das auch wirklich hier versteht, um was es geht. Hier sehen wir mal die Seite. Die reizende Frau Lehmann erklärt das hier nochmal. Und hier steht also, ja, wir bekommen auch immer wieder Mails, ja, was ist was? Ich denke, das kostet nur 49 Euro und dabei steht hier was für 99. Also wenn ihr bei der Bezahlung von auf PayPal 99 Euro bezahlen sollt, dann habt ihr bei der Registrierung oder bei der Anmeldung vergessen, diesen Gutscheincode hier einzugeben. Der heißt Freigeist 2018. Den müsst ihr natürlich eingeben. Das ist aus technischen Gründen so. Das können wir nicht anders machen. Und dann wird PayPal im ersten Jahr also nur 49 Euro abziehen und ab dem zweiten dann eben 99, wenn ihr nicht kündigt. Aber am einfachsten ist es eben per SEPA-Lastschrift Mandat zu zahlen und dann ziehen wir automatisch diesen Rabatt ab. Also, es geht gleich weiter hier im Erstkontakt Ausgabe 5 mit äußerst spannenden Themen nur für Abonnenten.